Einen wunderschönen guten Tag, liebe Täter, und herzlich willkommen zur aktuellen Wiedergabe in der Rohstoffsektion der Formationstäter. Heute ist Dienstag, der 9. Oktober 2018, und die Edelmetalle, insbesondere Silber, gestern unter Druck geraten in der Spitze um 2,6%. Was ist passiert? Die steigenden Renditen in den USA aufgrund steigender Zinsen sorgen dafür, dass der sogenannte zinslose Goldpreis etwas weniger attraktiv wird, und entsprechend kam auch dieser Ausverkauf zustande. Gleichzeitig ist es so, dass man sieht, dass der japanische Yen aktuell zumindest so die letzten Tage ein bisschen stärker ist als der US-Dollar. Das zeigt also, dass der sichere Hafen gefragt ist. Und das ist jetzt das Spiel, was gespielt wird. Okay, ist der sichere Hafen mit Gold und Silber gefragt aufgrund Handelskrieg, Probleme in Italien, oder der steigende US-Dollar und die steigenden Zinsen sorgen dafür, dass die Edelmetalle unter Druck geraten. Das ist das Spiel, was gerade gespielt wird. Und deswegen sieht man so, Italien hat Probleme, okay, die Edelmetalle steigen. Der Dollar wird stark, die Zinsen steigen, die Renditen in den USA auf Anleihen steigen. Kein Mensch braucht das Zeug, also gerät wieder unter Druck. Und das Spiel spielen wir. Rein technisch muss man sagen, Silber, heftiger Ausverkauf. Silber übergeordnet in der Woche in der Nähe von wichtigen Unterstützungen, mehr Jahrestiefs. Gut, über den Tag hat der Silberpreis Folgendes gemacht. Hier war Unterstützung, hier fällt er durch, da ist er Widerstand. Dann wird es unsauber, und er hat genau auf diese horizontale Unterstützung aufgesetzt, plus auf die 20-Tage-Linie. Und wenn man sich das anguckt, von dieser Welle die Zone um die 61% Retracement-Marke. Wir hatten Ihnen das auch in einer schriftlichen Ausgabe gezeigt gehabt. Jetzt kann man sagen, ja, ist doch klar, hier, ein Tief, ein Hoch, ein höheres Tief, jetzt kommt das höhere Hoch. Ja, wenn es nicht diesen Ausverkauf vorher gegeben hätte. Das heißt, kann Ihnen ganz klar sagen, ich saß da davor und dachte, starke Unterstützung. Aber weißt du was? Pullback, ist so alles Pullback-Kerze. Auf einmal, boom, große hässliche Kerze. Finde ich jetzt nicht so gut. Jetzt zeig mir mal, dass du wirklich etwas drauf hast. Und wenn du mir in Anführungszeichen beweisen kannst, dass du etwas drauf hast, dann kann ich mir wiederum überlegen, ob ich etwas auf der bullischen Seite traden will. Was meine ich damit? Wenn Sie sich das einmal hier in einer Stunde angucken, dann fällt Folgendes auf. Wir hatten hier diese Zone der Unterstützung und diese Zone der Unterstützung. 1442, 1450. So. Für den Fall, dass der Markt hier scheitert, wieder zurückkommt und hier einen Doppelboden bildet und dann da durchgeht, würde ich sagen, okay, weißt du was? Gut, es kann durchaus sein, dass du hier zumindest den Versuch unternimmst, so eine Art Bullenflagge zu basteln. Du willst die 61% respektieren, also Doppelboden, du gehst da durch. Das wäre für mich persönlich interessant, mit einem Stop da drunter, um dann etwas auf der Long-Seite zu traden. Noch konservativer, okay, was ist mit der 200-Stunden-Linie? Was ist mit der 1454? Was ist mit der trendbegrenzenden Linie? Okay, wenn du das rausnimmst, ja klar, größere Wahrscheinlichkeit in Richtung 15 Dollar. Dann sollten diese Tiefs auch halten. Dann habe ich auch wieder ein passendes Chancen-Risiko-Verhältnis, um etwas zu traden. Und deswegen, ich habe es gestern nicht gemacht, ich will nur eins vermeiden. Ich weiß nicht, ob das eine Bullenflagge ist oder nicht. Ich will Folgendes vermeiden, dass der Markt jetzt hier nur ein Pullback macht an die ehemalige Unterstützung, was jetzt Widerstand ist, und dann diese ganze Welle macht. Ich das jetzt hier handle, dann werde ich ausgestoppt, dann ärgere ich mich und sage, oh Mann, was habe ich denn da nur gemacht? Und dann kommt er zurück und dann bin ich so mit meinen eigenen Emotionen beschäftigt, dass ich die Position nicht mehr dabei bin. Dann lieber mal einen Trade verpassen, wenn er einfach durchgeht, anstatt diese negativen Emotionen aushalten zu müssen. Ich weiß nicht, ob das für Sie nachvollziehbar ist. Wenn Sie sagen, diesen Ansatz finde ich aber echt interessant, das würde mir weiterhelfen, damit ich weiß, okay, wann genau kann ich reingehen, wie berechne ich meinen Einstieg, wie kann ich denn eine Zielzone definieren, damit Sie mit mehr Sicherheit traden können, damit Sie sich auf sich selbst verlassen können. Wenn Sie das Gefühl haben,
Ja, häufig fühle ich mich eher verlassen und reagiere sehr emotional auf Chartbewegungen. Lassen Sie mich mal dies hier mal wegnehmen. Dann lade ich Sie herzlich ein. Informieren Sie sich gerne über unser Mentorprogramm. Soweit ich informiert bin, ist unser Mentorprogramm im Januar auch schon ausgebucht. Also im November ist ausgebucht, im Januar ist ausgebucht. Sie können sich aber dann schon Plätze für den März sichern und vor allen Dingen sich einen Frühbucherrabatt sichern. Wenn Sie sagen, ja, finde ich interessant, dann sage ich Ihnen noch, bei uns kriegen Sie Ihr Geld zurück. Wenn Sie nach dem Seminar sagen, nö, hat mich nicht weitergebracht, haben Sie bei uns eine Geldrückgabegarantie. Haben wir in unsere AGB reingeschrieben. So, Sie sind herzlich eingeladen, sich darüber zu informieren. Und ansonsten wünsche ich Ihnen, wie immer und vom Herzen, dass Sie hoffentlich alle kerngesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstrainern doch bitte gewogen.